So Leute, ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht und zwar, bevor wir jetzt diesen anderen Plan ausführen. Wir sollen ja 3 Funknachrichten schicken. Die hatte ich ja bisher jetzt einfach 3-mal hintereinander geschickt. Macht ja eigentlich wenig Sinn. Und wir haben ja oben im 2. Stock... Moment. Wir haben ja im 2. Stock rechts hier in dem Bereich 3 Räume, wo Switchboxes drin sind. Und ein Alarmsystem. So. Jetzt gucken wir mal. Moment. Die Dinger hier rechts schützen ja die Sachen links. Moment. So, das Alarmsystem ist für die Tür unten. Und auf jeden Fall für den Safe drüben, wo wir ja ran wollen. So, und Briggs kümmert sich ja um die Sachen hier oben. So. Das heißt... Moment... Switchbox... Switchbox... So, die sind für die Lampen da drüben. Das heißt im Prinzip, dass sobald hier rechts was ausgemacht wurde, er ja schon links mal weitermachen kann. Wenn zum Beispiel hier... Wenn die Searchlights aus sind, kann er schon mal durchgehen. Das heißt, wir machen ein Ding aus, Nachricht. Ausmachen, Nachricht. So. Das heißt, da wird das geschützt. Okay. Das ist für den Raum da hinten. Hängen die beiden dran. Da könnten wir das ja im Prinzip so machen. Wir machen oben das Searchlight aus, schicken Briggs eine Nachricht. Dann wird das auch Sinn machen. Machen dann im Raum links aus, schicken Briggs wieder eine Nachricht. Machen dann im Raum unten aus, schicken Briggs eine Nachricht. Das würde auf jeden Fall mehr Sinn machen. Also machen wir das jetzt alles nochmal rückgängig. So. Und hier rechts, während wir warten auf Edison, können wir ja hier schon mal auch was machen in dem Raum, wo wir es jetzt haben. So. Mal zurück. So, genau. Hier setzen wir noch mal an. So, wir gehen rein, machen hier schon mal die Tür auf. Drilling Range, so. Damit hier keine Streife hellhörig wird, machen wir da nochmal schnell das Fenster zu. Gehen hier rein. Hier machen wir erstmal die Switchbox aus. Damit die Jungs da durch können. Alarmsystem machen wir nachher. Dass das jetzt erstmal schnell geht. So, das ist aus. Dann warten wir jetzt, dass Edison eine Nachricht schickt. So macht er nämlich, sobald er eine Wache, sobald er die Wache oben platt hat. So, dann gehen wir los. Nach oben.
dem Moment. Halt, ja, stimmt, das ist ja wieder, der Plan berücksichtigt ja nie die Funknachrichten, also können wir da ruhig mal weitermachen. Machen hier die Switchbox aus. So. Ich glaube, jetzt schicken wir jetzt Briggs eine Nachricht, dass er zur Tür kann. Und Addison, dass wir hier auch fertig sind. So. Dann macht Briggs für Addison die links die Tür auf. So. Und damit Briggs nicht zu früh losgeht, schicken wir die erste Nachricht erst hier, wenn wir das Searchlight aus haben. So. Eine Nachricht an Briggs. Zweite Nachricht an Briggs. So, jetzt unten in den Raum. Und da noch das Searchlight aus. So. Gut. Der Kram aus, dann geht Briggs. Müsste Briggs oben alles machen können. So, wir gehen nach unten und müssen uns da jetzt noch um die restlichen Sachen kümmern. Und da sollten wir dann wieder laut Addison eine Funknachricht absetzen, wenn hier alles aus ist. Okay, draußen sind Searchlights aus. Aber die machen wir ja gleich wieder an, dass die guten Jungs gefasst werden. So, Alarmsystem aus. So. Ja, Briggs ist da unten schon im Haupttor am Machen, aber das hat ja nichts zu sagen. So. Erstmal das Alarmsystem aus. So. Searchlight wieder anmachen. So. Jetzt ist unten das Licht wieder an. Oder? Ist es gut. So, jetzt schicken wir Briggs schon mal eine Nachricht, dass er am Tor anfangen kann. Wir knacken das Fenster auf. Machen es noch fein säuberlich zu. Und könnten dann hier im Prinzip abhauen. Dann warten wir noch mal 4 Minuten. So. Behalten wir mal den Plan. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, und wenn dem so ist, dann haben wir das Spiel geschafft. Also, schauen wir mal. Start the clue. Auf geht's. Wache ist down. Boah, das hat aber gerade noch so gepasst hier mit dem Timing, mit dem Fenster. Das war Glück. Fenster dicht, damit da keiner auf uns aufmerksam wird. Searchlight aus. Warum
Rick sich jetzt nicht bewegt, weiß ich auch nicht. Aber wir warten jetzt auf eine Nachricht von Edison, mal gucken, ob das klappt. Dass er die Wache platt hat. Jawohl, das klappt tatsächlich. Weil es bringt ja nichts, vorher hochzugehen. Genau. Wache down. Jetzt schicken wir Briggs und Edison eine Nachricht. Genau, Edison geht los. Wo ist Briggs? Briggs macht tatsächlich was. Super. Das hat geklappt. Briggs kommt, macht für Edison die Tür auf. Gut. Wir oben am Werk. Searchlight aus. So, gleich setzen wir die erste von unseren drei Funknachrichten ab. Mal gucken wir mal. Sobald wir die absetzen, müsste Briggs hochgehen. Jawohl. Super. Hier ist alles aus. Okay. Nochmal gefunkt. Jetzt noch das letzte Searchlight. Super. Und Briggs ist am Tresor. Sieht gut aus bisher. Mark an der Checkclock. So, dann machen wir noch das Alarmsystem aus. Ken ist noch unten. Ist Herbert immer noch am Tresor? Tatsache, ja gut, das dauert auch ein bisschen. Okay. Es geht Ken los. Schnappt sich die Papiere. Zack, gut. Wir sind da. Alarmsystem für die Haupttore aus. Switchbox wieder an. Jawohl, da sieht man es leuchten. So, Herbert wartet an der Tür auf unser Signal. Herbert macht auf. Okay, die rennen alle in Searchlight. Wir sind draußen. Okay, das war's eigentlich. Jawohl, da ist Bluto. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch abhauen, dann hätten wir es echt tatsächlich geschafft. Anwohner haben verdächtige Geräusche gehört, ja. Es hat funktioniert! Geil! Ja, nachdem ich den Coup bei der Kaserne geschafft hatte, entschied ich mich sofort zu fliehen. Ich hatte mich entschieden, den Zug nach Dover zu nehmen und dann eine Fähre nach Frankreich. Aber das ist eine andere Geschichte, die zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden sollte. Da sind wir wieder an dieser Kirche aus dem Intro. Vielleicht, wenn du zufällig an meinem Grab vorbeigehst, werde ich dir den Rest meiner Geschichte erzählen. Und ja, Leute, das war's. Enttäuschendes Ende, finde ich. Und ich denke, da werdet ihr mir zustimmen. Aber ja, wir haben es tatsächlich durchgespielt. Super, freut mich, dass es jetzt doch noch geklappt hat. Ja, für mich auch das erste Mal, wie gesagt, dass ich das geschafft habe. Ja, was soll ich noch sagen? Der Clou ist geschafft. Und ja, mal gucken, wie das jetzt aussieht, was ich als nächstes mache. Hab ja auch noch, Commander Keen eigentlich am Laufen. Aber ich weiß nicht, da fehlt mir im Moment die rechte Lust. Würde auch gerne was anderes machen, aber mal schauen.
Irgendwas wird auf jeden Fall noch kommen. Aber wie gesagt, ich muss erst mal gucken, was. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Und ja, dann verabschiede ich mich erstmal. Bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut.